So, heute befinde ich mich mal hier bei einem biologisch dynamischen Landbaubetrieb, ein sogenannter Ökobauernhof, du. Und da will ich jetzt mal gucken, du, was hier so gibt. Du, Katze, hör mal du, du brauchst keine Angst zu haben, ich bin voll korrekt. Ah, hallo du. Darf ich du sagen? Ja, klar. Herr Baumgart, du. Martin. Okay, ja, Martin, hallo. Nein. Du heißt Martin? Wieso, du auch? Nee, nee, ich bin der Stefan, ja. Das ist ja ein richtiger ökologischer Bauernhof, kann man sagen. Ja, richtig, ja. Kindergärten, die kommen dann hierher und ja, wollen mal sehen, wie ein Schwein aussieht, ne? Oder ein Pferd, ein Esel, ein Schaf. Das ist bei uns, ganz, das ist bei uns im Studio so ungefähr. Die viele Leute kommen einfach zu uns ins Studio, weil sie mal sehen wollen, wie ein Schwein aussieht. Ja. Gut, wann fangen wir denn mal an? Wo gehen hier die Führungen normalerweise los? Da, bei den Schweinen. Bei den Schweinen, dann gehen wir doch direkt mal zu den Schweinen. Okay. Also hier ist die Schweineküche, ne? Hier lecker, könnt ihr mal reinschauen. Ach was, die kriegen die alten Brötchen, die der Martin, ja, ne, die der Martin nicht mehr isst zum Frühstück. Ja, die kriegen die Schweine dann. So. Ja. So. Na? Blöde Sau. Und das sind jetzt auch die, die Reitschweine, ja? Das sind die Reitschweine, genau. Mhm. Ich muss das später mal probieren. Bienen sind ja auch noch da, ne? Das wäre Bienen, Bienen. Das wäre vielleicht auch noch spannend für Bienen? Dich, ne? Bienen, ja? Honigbienen, ja? Ach, Honigbienen. Ach so, ich dachte hier so Bienen. Bienen, ne? Was ist denn das, Martin? Übernommen, ne? Es kommt nämlich aus der Kölner Stadtwohnung, ne? Es kommt aus der Kölner Stadtwohnung, ja, und heißt deswegen Maggie? Genau. Und das haben wir einfach übernommen. Maggie. Man hätte es ja auch umnennen können, zum Beispiel. Also mit Maggie kannst du spazieren. In Vera. Das ist Hannes. Die kriegen hier alle Menschennamen auf, die Tiere, ne? Hannes. Helmut. Ne? Außer den Schweinen, denen haben wir keine Namen gegeben. Wieso kriegt ein Schaf einen Namen und ein Schwein nicht? Ja, es kriegt das nicht müssen wir mal diskutieren. Ja, genau. Ne? Ja, ja. Jetzt kommen sie alle auf einmal, wenn es was zu fressen gibt, was? Zaubertrick, Moment. Ja. Aua! Moment, ich mach noch mal einen Zaubertrick. Moment mal. Achtung! Geben Sie es zu, Martin, den Kopf, oder? Na? Ja. Erwischt, oder? Was haben wir jetzt noch für Tiere? Was haben wir noch? Wir können mal bei den Pferden gucken. Pferde? Ja. Das ist gut. Oder geh mal her, vielleicht kann ich das Pferd mit einem Stück aus der... Aus der Western-Romantik, oder? Da, da, das kennen die Pferde. Da, 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 da. Da, 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 da. Da werden sie ganz zutraulich. Hörst du? Da, da. Und essen das Mikrofon auf. Da, 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 da. Da, da, es ist Liebe. Lass uns doch mal zu den Eseln gehen, Martin. Mhm. So, gut, wo sind die denn? Och, da geht einem ja das Herz auf. Eigentlich reiten da die Kinder drauf, ne? Ja. Aber ich würde mal sagen, also mal kurzfristig dürfte auch mal so... Du, das finde ich total dufte, dass ich jetzt mal, darf ich mal vom Esel reiten? Ja, warte, ich würde den nur gerne vorher anhalftern. Da steht der Öko-Esel, findet das nicht geil, wenn er arbeiten muss? Nee, erstmal nicht. Genau wie der Öko-Bauer. Puck ist gearscht. Puck, steh. Man kennt ja bei Eseln eigentlich nur, dass sie nicht gehen. Komm, das finde ich total duftig. Ja, der muss erstmal abkacken. Warte mal. Der muss kacken? Ja, der. Der kackt gerade? Ja, der kackt gerade. Der wollte jedenfalls gerade. Warte, der kackt jetzt gerade erstmal ab. Kein Problem, ich kacke auch gerade. Gib mir mal die Ukulele, ich muss ein bisschen dazu spielen. Ich hör's umsonst. So. Aber so leicht lasse ich natürlich nicht lumpen. Der Esel an sich läuft besser mit Musik. Musik, genau. Ja. Oh, 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 manchmal reicht es auch schon, wenn man den Esel nur... Oh, 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 oh. Und dann geht's wieder los. So muss die Gitarre. Aber sie sagten ja, der Esel hört schlecht, nicht wahr? Ist ja auch für mich schwer, gleichzeitig zu spielen. Oh, 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 oh.
spielen. Aber wir haben das schon mal mit einem Kamel gehabt. Die reagieren allergisch. Entweder auf meine Lieder im Speziellen, aber ich gebe nicht auf, oder? Einen Versuch haben wir noch. Wenn ich singe selber, findet ihr es auch doof? Findet ihr Musik generell doof? Oder ist es eigentlich völlig egal? Warum? Warum? Oh, jetzt einen Versuch machen wir noch. Alles klar. Oh, langsam, langsam. Ich hab gesagt langsam. Ich hab doch gesagt langsam. Ich hab langsam gesagt. Oh, nicht unter den Bäumen her. Da bist du denn wahnsinnig. Bist du wahnsinnig? Geht nicht unter den Baum her. So, jetzt ist Schluss mit anti-autoritär erzogenen Eseln. Jetzt wird mal richtig geritten, ne? In einem Schweineparcours und diese Schweine kann man tatsächlich reiten. So, und ich habe mich auch schon mal fertig gemacht. Und ich glaube, das motiviert auch das Schwein, oder? Sicherlich, also dieser... Na, du weißt, was ich früher gemacht habe, ne? Das heißt, ich steige jetzt auf dieses Schwein. So, und das reitet dann? Dann mit dir los, ne? Mit mir los, dann ja. Mit mir los. Das ist Wollust, ne? Was ist das, Wollust? Mhm. Der ja. Sound bedeutet der Sound, Wollust? Ja, sicher. Jawohl, 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 jawohl. Oh. Das war ein guter. Ich glaube, die ist gerade viermal gekommen. Ja.